Hallo und guten Morgen und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Star Wars, die komplette Saga. Auch heute wieder mit Jonathan. Ja, der genießt. Ich hab gerade nicht gesprochen, ich hab etwas zum Trinken dabei. Also. Ja, der sitzt hier gerade mit seiner warmen Milch. Der ist nämlich krank, die Woche auf jeden Fall. Eine Lungenentzündung. Und Wir waren im letzten Teil. Genau. Aber haben ja schon neue Teile, also schon neue Lego Star Wars Sachen. Also neue Sachen. Wir müssen ins 5. Und wir haben nur noch 2 Level zu machen. Okay. Machen wir dann heute die 2? Ja, und dann denke ich mal, gucken wir uns Harry Potter. Nein, dann könnten wir uns da nochmal umgucken und wir haben dann ja da noch so eine Rätselsache. Wir haben noch diese Fragezeichen-Level in jeder Episode, das stimmt. Die könnten wir uns natürlich auch angucken. Eben. Okay. Und danach, wenn wir dann noch genügend Zeit haben, können wir dann noch Harry Potter spielen. Und die können dauern ja auch relativ lang. Episode 6. Die Rückkehr der Jedi-Ritter. Kapitel 5. Jedi-Schicksale. Während um den Todesstern herum der Kampf zwischen den imperialen Truppen und den Rebellen wütet, tritt Luke Skywalker vor Darth Vader, seinen eigenen Vater Anakin Skywalker. Ein Sklavenjunge auf Tatooine, ein Held der Klonkriege, der zum Lord der Sith wurde, den man in der ganzen Galaxis fürchtete. Anakin Skywalkers Weg war tatsächlich ein finsterer. Vor seinem schurkischen Meister Imperator Palpatine muss Vader nun seinem Sohn gegenübertreten und sein Schicksal zurückfordern. Oh, da waren wir doch schon. Dieses Teil wurde doch zerstört. Ja, da gibt es ja mehrere von, nicht nur eins. Jet? Er ist von Darth Vader. Aber ne, also die gleiche Kleidung irgendwie. Den kann man auch als diesen Mensch kann man auch als F gewinnen. Und als sogar mit Laserschwert. Ah, okay. Und zwar, aber der hat da ein anderes Gesicht. Können wir auch mit Star Wars Vader? Weiß ich nicht. Ja. Oha, krass. Alter, wie viele Leben. Ja, einige. Aber krass, der hat sich jetzt dazu gebündelt. Ich dachte, der sollte gegen den antreten. Ach, der hat sich dagegen gewendet. Und deswegen kämpft er jetzt, müssen die jetzt kämpfen. Ja. Und deswegen kämpft er. Okay, es ist wieder irgendwie so ein unfaires Teil. So wieder ein blödes Level. Mit diesem, da wo der eine gefangen wird und dann muss man dabei auch wechseln. Und der kann ja noch höher springen. Als Star Wars Vader. Ja. Aber gut, wir können jetzt auch die bösen Sachen erledigen. Ja. Gut, dass wir den mal freischalten, weil jetzt heißt es, wieso es da auch böse Sachen gibt. Oder? Ja. Sag dich doch, es gibt große Sturmtruppen. Das sind aber nicht so wirklich Sturmtruppen. Aber es gibt große. Das sind im Endeffekt auch Sith. Ja,
alle vier gleichzeitig anmachen? Ah, okay. Wir haben was gewonnen. Das ist so. Aber Assist ist irgendwie kein böser Name. Kein böser Name ist Assist? Ja, weil bei Ladybug gibt es ja ein Quang, das heißt Sales. Mhm. Also so, oh, Punkte, lecker. Leckere Punkte. Kannst du bauen? Der ist da oben. Wieso fallen da besser Steine auf uns? Ich hab keine Ahnung. So. Nee. So. Dann bauen. Dann. Wir mussten zusammenarbeiten. Okay. Wo kommen wir da hin? Da oben. Ah, okay, da kommen wir dann gleich zu dem hin. Aber ich möchte erst noch mal gucken. Was haben wir denn hier? Kann man nicht durchgehen. Wenn man das durchgehen könnte, könnte das vielleicht etwas Gutes sein. Ja, dann würde man wahrscheinlich da oben hinkommen. Wo kommt man denn hier? Hm? Ja? Was da aus Vader, ist krass. Cool, oder? Ja. Da aus Vader kann er immer durch. Er weiß davon, allen Sturm. Das stimmt. Und da? Kopfgeldjäger, okay. Lass uns jetzt erstmal diesen Herzchen ausfrimmeln. Dann können wir hier alles machen. Weil sonst springt er irgendwann vielleicht doch da runter und dann sind wir tot. Meinst du? Nein. Ah, wenn er runterspringt, dann packen wir den. Ja, dann. Hier ist ein kleiner. Kleinen Charakter können wir nicht freischalten, oder? Nein. Was? Gerade nicht. Ja, und jetzt? Hä? Wäre dann jetzt nicht hoch? Ach, egal. Ich kapiere es. Es ist nicht da nah genug dran. Aber ich habe keine Ahnung, was das bedeutet. Kann ja aber auch nichts kaputt machen. Na egal. Okay, dann gucken wir mal, wo wir jetzt wirklich lang müssen. Wir müssen erstmal so. Da ist auch noch was. Ja, mir. Aber danach kloppen wir Sis den Hintern ab. Den Imperator, ja. Jetzt machen wir aber erstmal hier alles. Heißt das so, oder? Nein, der heißt Imperator Palpatine. Oder einfach nur Imperator. Okay, hier können wir was machen. Wir haben ja noch einen Löffel übrig. Vielleicht schalten wir ja da ein Kopfgeldjäger frei. Aber es gibt ja auch Kopfgeldjäger Helm. Ja, das stimmt. Aber einmal mal sehen, ob Darth Vader sich auch einen Helm nehmen kann. Weil Luke hat den Helm dann so einfach abgeschmissen und den dann genommen. Ob Darth Vader das auch kann? Ich habe keine Ahnung. Ich auch nicht. Aber warum können wir jetzt nicht. Kannst du den bewegen? Kann ich mich hier aufstellen und dann bewegen? Kann ich hier rein? Kann ich das hier kaputt machen? Nö. Okay, los. Darth Vader. Aber Luke sieht wirklich so ähnlich aus, weil der hat ja nämlich auch diese eine Hand schwarz, weil der hat sich da ja. Au. Au. Muss auch springen. Blitzt das.
Aua. Aber es gibt bei Roman Cooper so ein Spiel, weil wenn man dann gestorben wird, muss man dann anfangen von diesem Teil anfangen. Zum Beispiel bei Strand, da muss man dann anfangen durch Strand, das wieder anfangen. Okay. Aber da startet es ja beim Eiffelturm. Ja, wir haben irgendwas bekommen. Ja, lass mich doch bitte. Oh, wenigstens eine Reihe, aber der hat über 12 Leben. Oder sogar 20. Alter. Boah, Digga, ist das jetzt dein Ernst? Anscheinend. Die muss du kaputt markieren, glaube ich. Oder man. Die muss du, glaube ich, kaputt markieren. So stark sind die sogar. So stark sind die sogar. Krass, die sind wirklich stark, da hast du recht. Was haben wir hier? Wir sollen die noch. Wir müssen die noch in den Tonfasser holen. Ja. Ich glaube, das war zu viel Mehl. Das ist wohl ein Geheimnis, da müssen wir wohl mit ganz viel dann das. Mit ganz viel Land da reingehen und dann alle auf den Grund schalten. Ich schaffe es, ich schaffe es, ich schaffe es. Oder auch nicht. Dann müsst ihr wohl, wenn wir dann die Level durch haben, dann mit. Ja, dann könnt ihr ja. Aber beim Rätsel-Level können wir die Charakter freischalten, oder? Oder? Weiß ich nicht. Können wir ja wohl versuchen. Und weil dann könnten wir auch das damit machen. Und dafür braucht man wohl halt mehrere. Warte mal. Das geht direkt aus. Die bleiben ziemlich lange an. Das geht direkt aus. Warte. Lass uns jetzt mal woanders umgucken. Das werden wir nicht hinkriegen. Ist jetzt hier lang? Ja. Oh, endlich mal fast geschafft. Ist das sein Ernst? Ah, danke. Wenn es schwindelig ist, kann man die kaum noch besiegen. Ich glaube, wie viele Leben haben die? Ziemlich viel, ja. Ah, danke schön. Deswegen konnten wir es auch nicht machen. Ja. Das war einfach nur dafür, damit wir da hochkommen. Oha, der konnte da die ganze Zeit hochspringen. Das ist aber jetzt ungefähr, oder? Aber da hat er schon gelacht. Mhm. Komm, lass uns hier jetzt bitte.
zu den Rindhorn-Vorführungen. Ja, warte doch bitte. Komm zu mir. Nur ein Leben. Was für ein Glück. Ein bisschen Nebel abbekommen. Können jetzt auch ohne Maske atmen? Nein. Okay, du musst nur den besiegen. Aber er hatte auch diese Mächte und unendlich viele Leben. Ja, er hatte wirklich sehr viele Leben. Aber uns fehlen auch noch total viele. Ja, aber es gibt auch zwei, die wahrscheinlich sehr schwer zu finden sind, weil da so ein goldener Kreis drum ist. Sind die ja dann sehr schwer zu finden, Papa? Das weiß ich nicht. Könnte aber sein. Mhm. Vielleicht lebt er irgendwann doch noch. Vielleicht kommt er irgendwann doch noch.